Hallo, grüß euch. Heute möchte ich mein Wissen und meine Erfahrungen zum Ölziehen weitergeben. Es ist eine gesundheitliche Maßnahme, die aus dem Ayurvedischen stammt, also der alten indischen Heilkunst, und auch die russischen Schamanen haben das in ihrem Repertoire. Und laut dieser ganzen alten Schriften soll das Ölziehen einfach unserer Gesundheit zuträglich sein, viele Krankheiten beseitigen oder zumindest lindern und uns so am Weg zum allgemeinen Wohlbefinden und innerer Balance unterstützen. Und zwar aufgrund seiner entgiftenden und entsäuernden Wirkung. Im Grunde ist es nichts anderes als ein gründliches Spülen des Mundraumes mit Öl. Hier werde ich noch eine ganz genaue Anleitung geben, wie das vor sich geht. Bei uns im Westen ist das Ölziehen vor allem in der Naturheilkunde verbreitet und beliebt und auch in der Mund- und Zahnheilkunde. Also ich habe da eine Seite, eine gute im Internet von einer Zahnärztin gefunden, die über das Ölziehen berichtet und vor allem Erfolge beschreibt, die sie damit erzielt hat bei ihren Patienten, bei vor allem so Problemen, die bakteriell verursacht sein. Es kann sein Mundgeruch, Zahnfleischentzündung, Karies natürlich auch. Sie hat geschrieben, dass einfach die ganze Schleimhaut gesünder wird, widerstandsfähiger, dass so Bläschen und Aften und so Geschichten nicht so häufig auftreten. Also es sind schon so interessante Berichte und sie sagt auch, dass das, also was den Mundbereich angeht, die Mundhygiene angeht, sind da auch wissenschaftliche Belege. Das Öl kann krankmachende Bakterien, Viren, Pilze und Giftstoffe binden, die sich in den Zahnzwischenräumen, in Zahnfleischtaschen und auf der Zunge ablagern können. Außerdem sind Öle an sich antibakteriell, also desinfizierend, und daher kommt dieser Effekt der verbesserten Mundhygiene. Wichtig ist nur, dass man das Öl für etwa 15 bis 20 Minuten im Mund belässt, weil so lange braucht das Öl, bis es wirklich in alle Spalten und Lücken und Zahnfleischtaschen und Zwischenräume reinkommt und dort die Bakterien eliminieren kann. Außerdem wird durchs Ölziehen das Zahnfleisch richtig gut massiert und gepflegt, die Durchblutung vom Zahnfleisch wird verbessert. Und auch auf der Zunge, da haben wir so Reflexzonen wie auch auf den Fußsohlen, quasi die am Organ im Körper entsprechen. Und auch diese Reflexzonen auf der Zunge werden durch das massive Ziehen des Öls stimuliert. Im Ayurveda und in der Naturheilkunde heißt es aber, dass die positive Wirkung des Ölziehens sich nicht auf die Mundhöhle beschränkt, sondern eben durch die entgiftende Wirkung alle Organe und der ganze Körper davon profitieren. Und da sind einige Erfahrungsberichte, die man da findet im Internet, und gibt es auch sogar Bücher darüber, wo Menschen einfach sagen, dass sie zum Beispiel ihr Kopfweh, ihr Migräne in den Griff gekriegt haben durchs Ölziehen oder Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, Nieren-, Leberleiden, Asthma, Bronchitis, Hautekzeme, Schuppenflechte, Akne und so weiter und so fort. Das allerdings ist wissenschaftlich jetzt nicht belegt, also ich hätte nichts dazu gefunden. Aber ich sage immer, nur weil es wissenschaftlich nicht belegbar ist, momentan, heißt es nicht, dass es nicht wirkt, weil es eben so viele Menschen in einer Weise beschrieben haben, die mir zumindest imponiert hat. Mir hat es so imponiert, dass ich gesagt habe, ich möchte das einmal ausprobieren. Und jetzt erzähle ich euch, wie ich vorgegangen bin und was es mir gebracht hat. Die erste Frage wird sein, welches Öl verwende ich? Prinzipiell können Sie jedes hochwertige Öl verwenden. Die sind so gut wie alle antibakteriell und zum Ölziehen geeignet. Ich habe ein Ölziehset bestellt von der Ölmühle Fandler. Die habe ich auch so zum Essen gern, diese Öle. Und zwar ist dann gekommen ein Sonnenblumenöl, ein Distelöl und ein Erdnussöl. Drei verschiedene Öle und so ein Folder, wo drinnen beschrieben ist, was ich damit tun soll. Und zwar am ersten Tag nehme ich das Sonnenblumenöl her. Das soll die Giftstoffe aus dem Blut ausziehen. Dann am zweiten Tag das Distelöl, was dann das Lymphsystem von Giften befreit. Und am dritten Tag das Erdnussöl, was dann Muskeln und Gelenke entgiftet. Und dann bin ich folgendermaßen vorgegangen. Also man macht das Ölziehen immer in der Früh, auf nüchternen Morgen. Direkt nach dem Aufstehen, man soll nicht einmal ein Glas Wasser trinken. Das Einzige, was empfohlen wird, ist, die Zunge zu reinigen vorher. Da gibt es solche Zungenschaber, da fährt man von ganz hinten von der Zunge entlang noch vor. Dreimal schabt man sozusagen den Zungenbelag damit runter. Gibt es im Drogeriemarkt, oder man kann auch einen Löffel dazu nehmen, hat den gleichen Effekt. Man nimmt einen Esslöffel Öl im Mund und spült den eben, wie gesagt, dann 20 Minuten durch. Man zirkt, man schlürft, man saugt so richtig durch die Zahnzwischenräume durch, von links nach rechts. Wenn dann einmal die Muskulatur ein bisschen wehtut, kann man ruhig einmal pausieren, dann kann das Öl ein bisschen einwirken. Ja,
Und 20 Minuten, das vergeht schon. Also wenn man dann in die Dusche geht, wenn man sich die Haare richtet, anzieht. Also das ist natürlich Gewöhnungssache. Wenn ihr es so lange am Anfang nicht schafft, dann steigert es einfach. Am ersten Tag vielleicht 5 Minuten, am zweiten 10, 15, 20, so weiter. Ihr merkt, wenn ihr das Öl im Mund nehmt, hat es natürlich die normale Ölkonsistenz. Dann kann es sein, dass es ein bisschen dicker wird im ersten Moment. Das ist zum Überwinden, weil dann, wenn der Speichelfluss einsetzt, nachher wird es wieder dünnflüssiger und Speichel und Öl machen eine Emulsion und die lässt sich dann eigentlich leicht so ziehen. Wichtig ist bei dem Ganzen nur, dass ihr den Kopf nicht nach hinten gebt und vielleicht gurgeln wollt, weil dann kann sein, dass dieses Ölspeichelgemisch dann nach unten rinnt und das wollen wir nicht, weil wie wir wissen, ist das jetzt voll mit Toxinen und Bakterien und Viren und grauslichen Sachen und die sollen auf keinen Fall in den Körper, also im Magen kommen. Das heißt dann, wenn die Zeit auch um ist, dann wird das Öl nicht geschluckt, auf keinen Fall. Es wird auch nicht in den Abfluss gespuckt oder ins Klo, weil dieses mit Toxinen angemengte Öldingens soll nicht in Wasserkreislauf kommen, sondern in Restmüll. Nach dem Ausspucken dann tue ich den Mund einfach mit warmem Wasser ausspülen und mich räuspern. Also da hinten sammelt sich dann oft so ein Schleimölgemisch an im Rachen und da mache ich dann so grausliche Geräusche, aber dann kommt wirklich noch so ein Zeugs raus. Das muss alles raus. Also das ist wichtig, auch wenn es noch so eklig klingt. Und wie gesagt, ausspülen und dann Zähne putzen. Mit irgendeiner sanften Naturzahnpasta. Ja, und dann fühlt sich der Mund an, bling, wirklich big fein. Die Zähne sind ganz glatt, das Zahnfleisch fühlt sich gut an. Also es ist wirklich ein sehr sauberes Gefühl dann im Mund. 8 Wochen lang habe ich das jetzt jeden Tag gemacht und ich habe wirklich ganz ein tolles Mundgefühl. Ich habe in der ganzen Zeit jetzt nie irgendein Bläschen oder irgendein offenes Stoll gehabt. Also mein Zahnfleisch war wirklich widerstandsfähig, stark. Es hat sich wirklich gut gepflegt angefühlt. Also von daher, man kann es jetzt noch weitermachen. Also es gibt keinen Grund, noch 8 Wochen aufzuhören. Es wird auf jeden Fall empfohlen, es mindestens so 6 bis 8 Wochen zu machen und vielleicht 2-mal im Jahr so eine Kur. Oder eben, weil es keine Nebenwirkungen hat und auch keine Gewöhnungseffekte, man kann es einfach durchgehend auch machen. Ich handhabe das jetzt so, wenn ich in der Früh ein gutes Mundgefühl habe, also keinen morgendlichen Mundgeruch und alles passt, nachher hat man eh nicht so das Bedürfnis danach, aber manchmal wacht man auf und hat einen toten Esel im Mund, dann ist sowas natürlich fein. Schaut euch das einmal an, diese ganzen Indikationen, die es beim Ölziehen gibt, kennt das eine oder andere auf euch zutreffen und kann aber unter Umständen wirklich viel verbessern. Es ist ein Versuch wert, wie immer. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen neugierig machen können auf dieses jahrtausendealte ayurvedische Heilverfahren und wer weiß, vielleicht ist das ja von Nutzen für euch. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Für dich.